So, moin. Willkommen zur Strompreisvorschau für morgen, den 15. Dezember. Und wir schauen mal als erstes auf die Windprognose. Morgen ist hier etwas Wind angesagt, aber auch nur eine Spitze um die 11 Gigawatt. Also auch nicht wirklich viel. Der Berg kommt dann erst zum Wochenwechsel nächste Woche. Vorausblicken. Ne? Also wer weiß, wie es in der Realität dann aussieht. Dann kommen wir doch einmal zu den Strompreisen. Also wir kommen aus der Nacht wieder mit 27 Cent, also wie gehabt. Dann haben wir hier 49 Cent an der Spitze zwischen 8 und 10 Uhr. Dann senkt es hier etwas ab auf 40 Cent. Also um die 8-9 Differenz. Durchlaufen lassen, das Netz stützen. Alle BRKWs durchlaufen lassen, keine Pause machen, Tag und Nacht durchlaufen lassen, Wärmenetze versorgen, Wärmenetz in Ordnung bringen, durchlaufen lassen, bitte. Wir müssen das Netz stützen. Ja. Die Preise sinken sonst nicht. So, und dann haben wir hier abends nochmal die 50 Cent. Wir haben dann hier einen Vergleich bei Henning Farnold durchgeführt, und zwar zwischen dem Netzbetreiber, zwischen dem Vermarkter und zwischen unserer Messung. Also die blaue Kurve ist einmal unsere Messung, sieht man auch, weil wir hier im Millisekundenbereich messen an den Intervallen. Das gelbe ist von dem Netzbetreiber und das grüne, hier sieht man es etwas besser, das grüne ist vom Vermarkter. Also in der Höhe passen die Werte einigermaßen überein, wobei wir haben jetzt zum Beispiel hier 596, der Netzbetreiber hat hier 600 und der Vermarkter hat hier nur 593. Also wir haben hier ein paar Differenzen auf jeden Fall in der Höhe, aber auch einen kleinen Versatz. Wie hoch ist der denn? Viertelstunden. Das sind hier, also im Gesamten sind es hier zum Netzbetreiber eine halbe Stunde, aber zwischen den Werten ist es hier eine Viertelstunde. Liegt wahrscheinlich daran, dass sie nur 15 Minuten Intervall messen und nicht im Millisekunden. Wie groß ist das Intervall zwischen Blau und Gelb, der Versatz? Eine halbe Stunde. Das heißt also, wenn der Strompreis 50 Cent ist und eine halbe Stunde später ist das nicht mehr, dann dürften ja die Werte nicht mehr passen. Ja. Nur das ist ja nicht so schön. Nee, das ist nicht so schön. Und da oben vom Betrag her, an der Spitze da oben, wie ist denn die Differenz zwischen Gelb und Grün, wie hoch in kW? Ja, von 600 auf 593, also 7. 1%. Ja. Ja. Das ist ja auch nicht schön. Nee. Was ist denn das mit diesen 1%? Sind das Rechenfehler oder was ist das? Ja, wahrscheinlich Rundungsfehler. Oder ist das der virtuelle Wert, der verrechnet wird für die statischen Netzverluste? Das muss man klären, warum die Differenzen da sind. A im Zeitversatz und B im Betrag. Hier ist der Zeitversatz sogar noch größer. Unsere Messung startet hier um 18 Uhr. Ja. Und die sind. Guck dir das mal ganz genau an. Bitte das mal bitte nochmal einmal auf. So, das muss man ganz genau angucken, was das für Probleme sind. Die tatsächlichen Werte, das ist die blaue Linie. Mhm. Warum hat der Vermarkter einen positiven Versatz, er beginnt zu rechnen 15 Minuten eher, als der Netzbetreiber? Der Netzbetreiber beginnt 30 Minuten später zu verrechnen, der Vermarkter 15 Minuten eher. Mhm. Das möchte ich gerne einmal geklärt haben, denn das ist ja nicht mehr lustig bei den Beträgen, um die es sich hier handelt. Nee. Wir sprechen hier von 300 kW, um 45 Minuten versetzt. Ich muss dazu nicht mehr sagen. Nee, aber du wolltest noch was zur Netzfrequenz sagen. Ja. In den Internetforen, in den Social Medias haben wir seit gestern Meldungen erhalten, dass die Netzfrequenz auf einen kritischen Wert abgesackt sein müsste. Und wir haben in 4 Biogasanlagen
eine Echtzeitüberwachung der Netzfrequenzen. Wir sehen hier die vier Biogasanlagen mit der Echtzeitüberwachung. Die Nulllinie ist 50,00 Hertz. Und die Ausschläge nach oben oder unten sind die Abweichungen vor Ort am Messpunkt des Transformators, wo die Biogasanlage einspeist. Diese Echtzeitdarstellung hilft mir jetzt im Augenblick nicht, um das zu klären, sondern wir schauen uns einmal die letzten 3 Tage an. Jetzt haben wir die letzten 2 Tage. Wenn die Netzfrequenz kritisch vor Ort bundesweit abgesackt wäre, dann wäre es ja so, dass die 3 oder 4 Messgeräte dies aufgezeichnet hätten. Das kann ich hier aber nicht auslesen. Kannst du bitte einmal nochmal -7 eingeben, die letzten 7 Tage. Wir haben mal eine Messpause gehabt. Also ich kann hier keine Ausschläge über 100 Millihertz sehen. Das wäre ja 49,9 Hertz, wenn ich mich nicht irre. Und deswegen muss man genau überlegen, welche Meldung man verbreitet in den sozialen Netzen. Es kann nämlich sein, dass an einem Messpunkt im Netz, am Endpunkt, die Netzfrequenz mal kurz absackt. Wenn aber dieser Messpunkt das andere, größere, vorgelagerte Netz nicht beeinflusst, dann hat dieser Messpunkt keinen Einfluss auf das Gesamtnetz. Das bitte ich bei den Mitteilungen zu berücksichtigen. Das war es, was ich dazu zu sagen habe. Ich sehe hier keine kritischen Punkte, auch nicht in unseren anderen Datenbanken, auch bei der Netzspannung nicht. Dann hätten wir nämlich diese Meldung als Warnmeldung erhalten. Das habe ich aber nicht. Mhm. Jo. Soweit zu dieser Meldung. Ich denke, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Tschüss.